Ja, außerdem werden wir hier unten jetzt mal eine Substation bauen. Vermutlich danach noch eine. Damit wir hier Strom in die Minen kriegen, dann können wir da nämlich ein paar Upgrades kaufen. Sagt er, während sein Geld ausgeht. Pineapples? Ich glaube nicht, dass Pineapples bei uns gut wachsen. Oh, hallo. Okay, na dann, auf jeden Fall. Ching. Können wir euch auf Pineapples einfach umstellen? Scheinbar. Cool. Ja, es wird ganz schrecklich enden, weil jetzt werden meine Leute kurzzeitig nichts zu essen haben, wenn ich alles neu anbaue. Haha, das war komplett dumm. Naja, egal. Oh Mann. Ich habe meinen Spaß, solange die Leute verhungern. Habe ich wirklich. So. Holst das mal ab. Ich brauche Geld. Passt. Jetzt auf einmal, ich weiß nicht, vielleicht hat es da irgendwie vorher ein Problem gegeben beim Abholen oder keine Ahnung, was das sollte. Aber jetzt auf einmal machen wir wieder so viel Geld mit jeder Lieferung, wie es auch sein sollte. Homeless 21. Ich baue hier mal noch ein Tenement. Ja, und die ganzen Frauen haben keine Arbeitsplätze. Das heißt, es gibt eigentlich eine Möglichkeit, wie man das bereinigen kann. Man feuert hier Leute von Jobs, in denen sowohl Frauen als auch Männer arbeiten können, zum Beispiel Farmen. Hier zum Beispiel sehen wir, da arbeiten schon nur noch Frauen. So, ihr könnt ruhig da einziehen. Ihr Minenarbeiter. Ja, was auch immer. Weil ihr braucht es dann nicht genau da wohnen, wo meine Leute arbeiten wollen. Grrr. Ja, da ziehen sie eh schon ein. Sehr gut. Gut, wir haben Strom für all unsere Minen. Jetzt brauchen wir nur noch das nötige Kleingeld. Sobald der Frachter hier vorbeikommt. Ich bin gespannt, ob da schon Pineapples dabei sind. Wahrscheinlich nicht. Wir werden es aber gleich sehen. Hallo Frachter. Nope, offensichtlich noch nicht. Okay. Ihr baut alle Eisen ab. Also geben wir euch beiden den Separator. Puh, das kostet eh schon so viel. Und hier bauen wir Bauxit ab und Bauxit geht ja eigentlich nur mit dem gut. Ja, der wäre es aber nützlicher. Ich gebe euch den. Wie schauen wir denn strommäßig aus? Eh super, oder? Ich glaube, wir haben. Ja, nicht mal annähernd. Wir brauchen wieder irgendwas. Na, andererseits, Bauxit ist aber, glaube ich, mehr wert, oder? Kann ich das irgendwo nachschauen? Income. Nein, Trade. Top Export. Bauxit. Aha. The other industry. Trade Overview. Bauxit. Was? Nein. Okay. 1035 und im Vergleich dazu Eisen 1092. Okay, das heißt, es bringt doch auch relativ viel. Gut. Ja, dann haben die Eisenminen Vorrang.
Was wollt ihr denn? Presidente, may your children. Hey, wir explodieren schon die ganze Zeit Waffen. Könnten gleich mal wieder auf Handguns umschalten, weil so gern habe ich jetzt das Beziehungsminus auch nicht. Na bitte, das sind schon mal 400 Waffen weg. Und jetzt geben wir euch Heavy Machinery. Irgendwo muss ja das ganze Geld. Ah, sasa. Wie schauen wir zufriedenheitsmäßig aus? Healthcare ist jetzt super. Liberty, okay. Ja, wir brauchen wahrscheinlich eine Radiostation, wäre eigentlich ganz cool. Ist insofern gut, weil wir dann auch Plätze für die Frauen kriegen. 7 arbeitslose Frauen noch immer, das sind die einzigen. Oh, okay. Das kostet ein bisschen. Tropical Await Elections. Ja, Elections without Speech. Ich mag jetzt eigentlich keine geben. Fuck, machen so viel Strom. Wir brauchen nicht mal irgendwie. China, Money Request, weg mit euch. Wo bleiben meine ganzen Pineapples? Pineapples kann ich nämlich auch nachher noch in die Cannery hauen, das heißt in die Dosenfabrik. Ich glaube Pineapples, Kaffee und noch irgendwas. Oh yeah. 400 Pineapples auf einmal explodiert. Gut, was wollte ich gerade noch bauen? Eine Zeitung. Eine Radiostation. Zeitung wäre wesentlich billiger. Okay, eine Zeitung wird's. Holy shit. Ja, haben wir da noch gibt's jetzt noch irgendwo Wohnplatz? Wie schaut's eigentlich auch wohnplatzmäßig? Ah, null. Okay. Gut, das heißt, Newspaper, da. Ihr dürft in eurem Kraftwerk arbeiten und unter ständiger Bewachung von diesem Guard Tower hier. Dafür kriegt ihr aber auch einen Apartmentblock. So ist nicht. Und hier dieser Platz kennzeichnet schon, wo mein nächster Garbage Dump hinkommt, vermutlich. Schon wieder Female College Worker. Okay, aber wir brauchen eh nicht so viele Leute im Kraftwerk. Die können also ruhig abwandern, wenn sie lieber bei der Zeitung arbeiten. Präsidente? Yeah. Sie lieben mich. Oh, sie lieben mich. Kein Mausoleum und wir haben Wahlen. Okay, ja. Drecksloyalisten. Ich meine, ich mag sie dafür, dass sie mich einfach lieben. Ich meine, ja, was soll ich sagen? Sie sind wie Kinder. Ein bisschen wie Kinder. Ja, da ist schon irgendwo eine aus dem Powerplant abgewandert. Okay, bei wem wollen wir uns einschleimern? Sie lieben uns alle, religious, faction leader unhappy, aber ich will keine religiöse Zeitung rausbringen. Sei mal nicht böse, aber nein. Ja, wenn es eh alle lieben, können wir eigentlich genauso gut auch Geld dafür nehmen. Ja. Alle Objectives fertig. There should be no need for fraud. Yeah, wir haben 2 Kamele bekommen. Und wir haben sie gespendet. Verdammt! Ich will meine Kamele, Mann! Ah. Victory for El Presidente. Ja, diese Leute zum Beispiel hier, die können sich das nicht leisten, die Apartment Blocks, deswegen wohnen sie dann noch immer in ihren Drecksshacks. Backstracks. Okay, letzte Guard Station. Schauen wir, dass wir weiterkommen in der Kampagne, mehr oder weniger. Da. Ich hätte gerne, dass die Leute, wenn sie auf die Insel kommen, wissen, dass sie hier geliebt, gewollt und unter ständiger Beobachtung sind. Abgesehen davon werde ich hier bald ein Haus brauchen, ja. Werden wir auf jeden Fall. Tenement.
Zu Beginn des Recordings habe ich noch gesagt, da habe ich ein bisschen übertrieben mit den beiden Tenements. Tja, aber jetzt haben wir doch über 300 Leute. Oder war das hier? Nein, hier war es sicher nicht. Oh, haben wir noch Arbeitslose? Zwei Frauen. Das ist sogar relativ gut. Dann kann ich nämlich noch eine Ranch bauen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass wieder das Essen ausgeht. Ja, da habe ich jetzt gerade natürlich ein Haus hingebaut. Oh, hi. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ihr von der Musik hört, aber Mann, ist sie gut. Okay, da bauen wir mal so ein paar Middle-Class-Häuser hin. Beziehungsweise, wenn ich sage ein paar, meine ich genau zwei, weil dann geht uns das Geld aus. Congratulations. Well done, El Presidente. Ach ja, wir haben die 25 Soldaten. Passt. Oh, we set you up the bomb. All your buildings are belong to us. Okay, in der Weapons Factory. Ich könnte sie natürlich zusperren lassen. Woher kommt somebody set us up the bomb? Ich weiß, all your buildings are belong to us kommt aus diesem alten Science-Fiction Strategiespiel. Ich glaube ein japanisches oder ein koreanisches. Das ist ein Typ in Violett mit einem kybernetischen Auge, der sagt, all your base are belong to us. Und ich glaube, dieses Spiel ist für nichts anderes bekannt, außer für seine schreckliche englische Übersetzung, aber somebody set us up the bomb, das kenne ich auch irgendwoher, aber okay, wir verlieren 3000, vielen Respekt. Ja, nein, eigentlich will ich nicht aufs Geld verzichten, so gierig bin ich schon, dass ich die entschärfen lasse, nur um keine Produktion zu verlieren. Außerdem ist eine Bombe, sie gehört entschärft, ich meine, sorry. Oder soll das gerade heißen, wir haben jetzt jemanden bezahlt? Das kann natürlich auch sein. Es wird Sinn machen, wieso wir dann nämlich Respekt mit den Nationalisten verlieren, wenn wir mit Terroristen verhandeln. National Science. Warte, was ist Punkt 1? Okay, wurscht. Nein, any scientist will do. Wir haben so viele importierte Wissenschaftler. Research, Academy of Science bauen, okay. Okay, ja, bla. 25 Engineers, Professors and Doctors combined. Hey, das haben wir fast. Außerdem, wenn wir Academy of Science bilden müssen, ja, der Rebel Threat ist schön, ich habe gerade 25 Soldaten gebaut, also sag mir nicht, dass es hier Rebel Threats gibt. Oh, fuck, haben wir viel Geld, woher kommt denn all das? Ich weiß nicht, aber ich werde es wieder ausgeben. US, increase exports. Ja, die wollen leider nur Zeug, das wir nicht anbauen. Das tut mir sehr leid für sie. Der Kaiser von China ist tot, das tut mir sehr leid für ihn. Open Housing Family Slots 19. Wir können übrigens da mal wieder Skilled Workers anschalten. Ich nehme mal an, es ist hier drüben. Das heißt, ich werde meine Academy of Science auch hier bauen. Academy of Science. Dann müssen zwar diese ganzen Forscher irgendwie in diesen Apartments pennen. Naja, das kann ich nicht machen. Kann ich noch nicht bringen. Da, nehmt diese beiden Häuser. Diese beiden Häuser, die nämlich fast so gute Housing Quality hervorrufen wie diese Apartment Blocks. Elegant. Oh, wir haben 57.000 gemacht mit Exporten. Ich nehme an, das sind jetzt endlich die Logs, die gescheit funktionieren und wahrscheinlich auch das Bauxit. The police belongs to the people. Wie viel haben wir denn? Oh fuck, wir haben ja so viel. Wir haben ja so viel. Ja, wir kaufen manchmal die Crusher. 22 Immigranten, okay. Ich wäre mal wieder für einen Aufnahmestopp. 22 auf einmal war es ein bisschen mehr, als was ich erwartet hätte. 46.000, woher kommt das ganze Geld? Holy shit, ich muss das mal nachschauen, das muss ich mir merken. Income. Industry, 71.000, ja woher?
Income Disparity, nein, 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 nein. Balance. Ja, Industry, wovon? Wovon, Mann? Top Export. Weapons. Cool. Ja, diese Heavy Machinery hat sich ausgezahlt. Research Takeover. El Presidente. Blablabam. I've decided to take over the running of it myself. Okay, dazu sage ich mal nix. Gut, wir haben eine Academy of Science und die macht was? Normal Upgrade. Canned Pineapple. Hey cool, wir produzieren schon nur Pineapple. Umso besser. Ich hätte eigentlich gern das. Educational Standards. Das heißt, auch Leute, die dumm sind, schaffen es bei uns zu abzuschließen. Ah, wegen dieser Ranch sollte ich das da nicht zupflastern mit einer Garage. Sollte ich wirklich nicht. Wenn ihr euch fragt, wieso dann noch immer Immigranten kommen, obwohl ich einen Aufnahmestopp gemacht habe, sind quasi noch die letzten Nachwirkungen. Also nur weil ich einen Aufnahmestopp beschließe, heißt das nicht, dass sofort alle Leute, die gerade nach Tropico wollten, über Bord geschmissen werden, sondern erst ab jetzt wirkt dieser Immigrationsstopp voll aus. Was sehr cool ist, sehr realistisch. Ich meine, wenn jemand gerade am Immigrieren ist, während ein Immigrationsstopp verhängt wird, dann würde ich ihn auch nicht zurück ins Meer schmeißen. Ja, da brauche ich aber keine Garage. Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert von meinem eigenen Mikromanagement. Ja, ich nehme an, wir werden da einfach die Garage dran pappen. Und hoffen, dass sich die Ranch da irgendwie organisiert. Außerdem kaufen wir jetzt mal diesen Garbage Compactor. Increase Exports. Die wollen Iron Bauxit. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Okay, wir brauchen Pineapples und wir brauchen sie in Dosen. Hallo. Da ist noch mehr als genug Platz für Leute. High School Workers, wie viele Leute haben zurzeit keinen Job? 18. Schon wieder überwiegend Frauen. Ja, dann werden wir jetzt vermutlich mal noch immer so wenig Liberty. Was macht denn du, Zeitung? Ah, Zeitung, you're so funny. Liberty. Achso, ja, weil da unten natürlich nichts ist. Okay. Gut, 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 gut. Dann werden wir gleich da mal eine Road verlegen. Und hier eine Radiostation bauen. Die Radio-Hosts sind nämlich auch alle weiblich. Insofern schafft das einerseits Arbeitsplätze für Frauen, die wir dringend brauchen. Andererseits kann man die Radiostation auf Radio Free Tropico stellen, dann generiert sie Zusatzfreiheit. Sie generiert sowieso schon mal Freiheit, aber dann noch einen Bonus auf die Freiheitswertung. Was wir im Moment echt brauchen. Und ihr solltet euch eigentlich zuerst um die Cannery kümmern. Dann, also ich meine, ja, ist eigentlich egal. One citizen decided to leave Tropico. What? Raffi does not approve. Oh, hallo. Da wohnen ein paar Leute. Apartment Block. Block Party. Hier hinten, vielleicht. Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Für das Wochenende. Das Wochenende. Das war die deutsche Version von Rebecca Black, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ach ja, das sind meine ganzen arbeitslosen Frauen. Dann mehr Entertainment. Pub. Pubs sind billig, brauchen Arbeitskräfte. Perfekt. Bauen wir mal einen Pub hier. Und einen Pub. Hier. Und einen Pub
Hier. So, und da war irgendwo ein blaues Rufzeichen. Hallo. Increase Exports. Sie wollen Beef, Smoked Beef und Weapons. Und wir haben Smoked Beef und Weapons. Also los. Los, 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 los. Ist cool auf der Karte zu sehen, wie die Freiheit da komplett zwei Bögen macht. Da der eine Bogen, wo sich scheinbar Zeitung und Radiostation überschneiden. Und da der rote Bogen, wo dann keins von beiden mehr hinreicht. Vielleicht ist auch einfach nur irgendwas. Wir haben zu viele Penner. Kann das sein? Unemployed 18. Ja. Nehmen wir noch Leute auf? 20 Rebellen gegen 26? Wut? Nein, Tropical First. Okay. Und sie greifen der Ranch an. Sind nicht die schlauesten Rebellen der Welt, aber okay. El Presidente has been wounded. Nein. Nur weil hier übrigens die Army-Zahl abnimmt, heißt das nicht, dass die Leute auch tatsächlich 1 zu 1 alle draufgehen. Sondern nur, dass sie irgendwie kampfunfähig sind oder sonst irgendwie. Obwohl ich glaube, dass da, ja, offensichtlich können da auch Leute sterben, das schon. Ich weiß gar nicht, ob die Offiziere mitkämpfen, scheinbar. Ja, es sind eigentlich doch schon einige draufgegangen. Relativ uncool. Ja, noch mehr Produktion. Und die ganzen Pubs machen da jetzt endlich auf. Ja, wie wär's, Leute? Töten. Was macht's denn hier? Ich bin gerade da gestanden und bin geschlagen worden. Und damit haben wir den Krieg gewonnen. Den Krieg vor allem, ja, den Krieg. Ja, aber okay, was immer den Krieg gewinnt. Ist mir doch egal. Wenn es darin besteht, dass ich hier rumstehe und mich schlagen lasse, dann soll es wohl so sein. So. Ich hätte jetzt langsam mal gern Canned Pineapple. Da, Input Storage, 320, dann macht's doch bitte mal was draus. Es kann sein, dass wir jetzt mal wieder ein neues Teamster Office brauchen. Haben wir noch? Ah, schon wieder nur arbeitslose Frauen, verdammt. Keine Golden Statue, danke. Keine Lama-Wolle, danke. Noch immer zu wenig Wohnplatz hier oben.